kriegen eh noch genug von dem anderen Zeug. Oh, 10 Georock-Brox, das ist sehr schön. 20 Erkunder-Rangpunkte. Ein Weißgummi, das ist sehr schön. Und noch ein Rotgummi, super. Und ein Schadsamen. 20 Punkte, was uns dann auf den Bronzerang bringt. Damit können wir ab jetzt 96 Items in Kangama-Lager lagern. Und nicht mehr nur 64. Außerdem kriegen wir jetzt eine Citrobeere. Das ist sehr schön. So, jetzt kriegen wir noch ein Goldgummi. Das ist super. Gummis sind sehr, sehr toll. Und ein Grüngummi. Und ein Weißgummi auch noch. Der Job hat sich gelohnt. 3 Gummis. Kapitel 5, die erste offizielle Erkundung. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Speichern und fortsetzen. So. Hört mal bitte her, ich habe eine wichtige Neuigkeit. Weit oben, im Nordosten, noch weiter draußen, in den äußersten Gefilden. Dort gibt es einen Ort namens Schemengehölz. Im Schemengehölz, dort ist anscheinend die Zeit stehen geblieben. Was hast du gesagt? Du sagtest, die Zeit ist stehen geblieben? Hey, hey, hey! Ja, richtig. Die Zeit im Schemengehölz befindet sich im Stillstand. Der Wind hat aufgehört zu wehen, die Wolken sind erstarrt. Tautropfen fallen nicht von ihren Blättern, sondern bleiben einfach wie schwerelos hängen. Im Schemengehölz ist tatsächlich die Zeit stehen geblieben. Die Zeit ist stehen geblieben? Aber wie konnte so etwas Schlimmes nur passieren? Es ist ja unvorstellbar. Ja, das Unvorstellbare ist geschehen. Wieso die Zeit im Schemengehölz stehen geblieben ist? Nun, weil das Zahnrad der Zeit des Schemengehölzes, es wurde gestohlen. Was? Das Zahnrad der Zeit wurde gestohlen. Das hat die Zeit angehalten. Hey, hey, hey! Ich hatte schon gehört, dass so das passieren kann, aber jetzt ist es wirklich passiert. Ich verstehe es trotzdem nicht. Wieso sollte irgendwer ein Zahnrad der Zeit stehlen? Seid alle still! Oberwachtmeister Magizone hat bereits mit den Ermittlungen begonnen. Es ist schwer zu glauben, dass jemand es wagen würde, ein Zahnrad der Zeit zu stehlen. Doch wenn ein Zahnrad der Zeit gestohlen werden konnte, sind vielleicht auch die anderen in Gefahr. Der Oberwachtmeister bat darum, sofort benachrichtigt zu werden, wenn uns verdächtige Pokémon auffallen. Also denkt daran, lasst es uns wissen, wenn euch etwas auffällt. Das ist alles. In Ordnung, Pokémon. Macht euch an die Arbeit. So. Oh, ihr da. Ihr beide, kommt her. Ihr macht eure Arbeit mittlerweile ganz gut. Ich war beeindruckt, als ihr Traumato gestellt habt. Das war bewundernswert. Also, ihr werdet endlich eine Mission bekommen, die eines richtigen Erkundungsteams würdig ist. Wirklich? Hurra! Zeigt mir eure Wunderkarte. Hier liegt Schatzstadt. Und dort drüben ist der Ort, den ihr erkunden sollt. Seht ihr, an dieser Stelle ist ein Wasserfall. Von allem Anschein nach ist es nur ein gewöhnlicher Wasserfall, aber unseren Informationen zufolge soll der Wasserfall ein Geheimnis bergen. Und da kommt ihr ins Spiel. Wir wollen, dass ihr den Wasserfall erkundet und herausfindet, was dort ist. Das ist alles. Versteht ihr, worum es bei der Mission geht? Verstanden. Gut. In Ordnung. Dann überlasse ich euch nun die gründliche Erkundung des Wasserfalls. Was? Stimmt etwas nicht? Du zitterst ja. Bist du in Ordnung? Ja, alles okay. Ich bin nur aufgeregt wegen der Erkundung. Es wird unser erster richtiger Job als Erkundungsteam sein. Ich bin ein bisschen angespannt. Ach, ich könnte vor Spannung platzen. Wir schaffen das, Kilian. So. Wir haben einen neuen Erkunderorden, wie man hier schön sieht. Jetzt mit einem grünen Punkt in der Mitte.
Ist schon, sieht schon besser aus. Also, zum nächsten Rang fehlen noch 165 Punkte. Den Job, den machen wir mal weg. Ist böse. Oh, Kilian und Fliegi ist auch da. Hoch. Was macht Palim Palim denn da? Hallo, was ist denn hier los? Das hier ist dein Treffpunkt. Ich habe ihn heute erst eröffnet. Ein Treffpunkt? Ja. Hast du schon mal daran gedacht, mehr Mitglieder ins Team aufzunehmen, Fliegi? Mehr Mitglieder? Na klar, es wäre cool, neue Mitglieder aufzunehmen. Wenn wir nicht mehr nur zu zweit wären. Das wäre bestimmt hilfreich beim Erkunden von Dungeons. Na also, dann solltet ihr neue Mitglieder anwerben. Oh, wie geht das denn? Ich läute ganz einfach die Freundeslocke für euch, Team Crossheart. Dann mal los. Hey ja! Palim Palim läutet die Freundesglocke. Team Crossheart ist nun in der Lage, neue Mitglieder anzuwerben. Wirklich? Ja, bekämpft Pokémon in Dungeons, nicht wahr? Ab sofort kann es passieren, dass manche Pokémon aus Respekt vor euch Team Crossheart beitreten will. Habt ihr ein Pokémon einmal angeworben, könnt ihr es mit auf Erkundungen von Dungeons nehmen. Dazu kommt ihr dann zu meinem Treffpunkt bestimmt, welche Mitglieder ihr auf Erkundungen mitnehmen wollt. Kommt also immer zu mir, wenn ihr Rekruten mitnehmen wollt. Wow, danke Palim Palim. So, ab jetzt können wir Pokémon anwerben und wir brauchen diesmal auch keine lästigen Partnerareale dazu. Wir können einfach standardmäßig alles anwerben, was da so rumläuft. Sofern die Dekodrierchance gegeben ist. Oh, es ist bald offen. Was ist los? Hier sind Treppenstufen. Etwas steht auf dem Schild geschrieben. Wie? Was ist das denn? Da steht Pandia Café, Hoffen und Träumen, Eröffnung in Kürze, dicke Belohnungen. Sieht so aus, als ob demnächst ein neuer Laden aufmacht. Aber Hoffen und Träumen? Ich frage mich, was für ein Laden das wird. Lass uns wiederkommen, sobald er geöffnet hat und sehen, was es mit diesem Laden auf sich hat. Mein persönlicher Lieblingsladen, wenn er mich fragt. Da bin ich immer Stammkunde da drin. So, ach, ich habe eh nicht genug, um irgendwas Nützliches zu kaufen. Hab's nicht nehmen, ich will lagern alles. Und was, wer seid denn ihr drei? Wir bahnen unseren Weg durch die tiefe Wälder mit unseren scharfen Klauen. Wir lieben es, noch unerforschte Orte zu erkunden. Wir sind Team Klingensturm. Wir sind das Trio mit den scharfen Klauen. Schön. Hey, ein weiterer toller Tag. Übrigens, ihr zwei, kennt ihr das Knogger-Dojo? Knogger-Dojo? Im Knogger-Dojo verbessern Erkundungsteam ihre Fähigkeiten. Eigentlich gab es in Zeiten des Friedens keine große Nachfrage im Hinblick auf das Angebot. Der Meister konnte seine Instandhaltung nicht finanzieren, weshalb es letzten Endes einstürzte. Was? Aber lasst uns jubeln. Das Knogger-Dojo. Es hat sich aus dem Schutt neu erhoben. Und es hat wieder geöffnet. Und ist zudem besser als je zuvor. Und ich ziehe umher und werbe für das wiedereröffnete Dojo meines Sponsors Knogger. Das Knogger-Dojo befindet sich von hier aus in gerader Linie nach unten. Ihr seid ein Erkundungsteam, richtig? Warum stellt ihr nicht eure Fähigkeiten im Dojo auf die Probe? Wir können jetzt also trainieren. Das ist ja sehr, sehr toll. Bin ich gerade im Überlegen, ob ich mir gleich mal ein paar Level rantrainieren soll. Moment mal, der Elevoltec-Link hat immer noch nicht offen, oder? Nö. Den bräuchte ich langsam auch mal. Link-Attacken. Dann gibt es vor allem auch mehr Erfahrungspunkte. Dann wird das Ganze auch ein gutes Stück schneller gehen. Aber wenigstens werde ich meine ganzen Gummibonbons bald los. So. Die Samen lagere ich auch mal ein. Ups. Das war falscher Knopf. Den brauchen wir. Schlafsamen weg. Taubsabelten, Warpsamen. Flea-Orb. Plosiv-Flare.
Zinnelbeeren, Pirsichbeere, Amarillabeere, Floragummi. Ein normaler Apfel reicht. Okay, haben wir denn noch irgendwas, was Interessantes, was wir mitnehmen können? Moment, wir können ja einfach mal ein bisschen sortieren. Einen Belebersamen hätten wir noch, aber den hebe ich mir lieber mal auf. Schauen wir mal, ist Diktri heute denn wieder da? Hast du heute was anderes zu sagen? Ich wünsche mir so wie das Meer vor mir zu sein. Weitreichenden und tiefgründigen Herzens. O Meer, hör mich an. O Meer, lehre mich. O Meer, verstehe mich. Ich glaube, der gründet eine Sekte für das Meer. Wer seid denn ihr drei? Wir versuchen, günstige Items einzukaufen, die den größten Nutzen bringen. Der Laden unterhalb von hier sieht aus, als würde er leer stehen. Noch nicht eröffnet, denke ich. Welche Items sollen wir heute kaufen gehen? Ja, das müsst doch ihr wissen. Das sind eure Items. Ist die Frage, soll ich jetzt mal ein bisschen trainieren gehen? Moment, ich gehe mal ein bisschen trainieren, aber dazu muss ich erstmal alle Items ablegen. Weil beim Training sind keine Items erlaubt. Also. Dann haben wir alle Items gelagert. Und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen trainieren. Besucher? Endlich! Meine ersten Besucher! Willkommen im Knogger-Dojo. Ich leite dieses Dojo, damit Erkundungsteams hier trainieren können. Das Dojo ging den Bach runter und hat mich ruiniert, aber nun ist es wieder aufgebaut und erstrahlt in seinem alten Glanz. Nur bisher waren noch keine Besucher hier. Nicht mal ein einziger. Ich war aufs Tiefste betrübt. Doch dann... Dann kamt ihr beide. Ihr seid meine ersten Kunden. Ich bin außer mir vor Freude. Ich verlange nicht einmal Geld. Behaltet es, trainiert einfach hier. Mehr will ich nicht. Das ist der Eingang zu den Dojos, in denen ihr trainieren könnt. Eine Sache solltet ihr wissen. Dojos zum Trainieren sind keine gewöhnlichen Dungeons. Da gibt es eine recht unschöne Kleinigkeit. Bevor ihr reingeht, gebt ihr den gesamten Inhalt eures Schatzbeutels ab. Aber das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr vorher einfach alle Items zum Gangama-Lava bringt. Und noch was. Auch wenn ihr K.O. geht, dürft ihr das Geld und die Items behalten, die ihr beim Training gefunden habt. Es besteht keinerlei Risiko für euch. Ihr könnt beim Training also so richtig austoben. Also trainiert mir zuliebe hier. Sagt ihr. Ja, wollen wir doch. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Trainings, die man machen kann. Ich persönlich bin ein großer Freund des Drachentrainings, weil dort gibt es die meisten Erfahrungspunkte. Yep, ich habe eh keine Items im Schatzbeutel, also will ich eintreten. So, dann schauen wir doch mal. Hier haben wir einen Kinnwurm. Hier geben ganz schön ordentlich EP. Und auf den ersten Ebenen können sie noch nichts. Die einzigen Items, die man hier übrigens finden kann, sind Zinnelbeeren und Flea-Orbs. Sache ist, diese Trainings-Dungeons haben immer 5 Ebenen und je tiefer man reingeht, desto stärker werden die Pokémon, geben aber auch dementsprechend dann mehr EP. In den oberen Ebenen sollte ich momentan noch keine Chance haben, aber ihr seht, jetzt habe ich 197 EP bekommen, auf der ersten Ebene waren das gerade mal ein bisschen über 100. Das heißt, jetzt kriege ich ja schon fast doppelt so viel EP. Momentan ist die zweite Trainingsebene noch eine relativ gute für mich. Mal schauen, ob ich aber noch auf die dritte komme und wie weit ich da noch vorankomme. Der da unten schläft. So, hier
Flea-Orb und dann schauen wir mal auf die dritte Ebene. Die Pokémon hier sollte ich gerade noch so packen. Okay. Ich hätte ihn vielleicht noch nicht den Angriff so hart boosten sollen. Aber ist ja egal. Man verliert ja nichts. Also machen wir das Ganze gleich nochmal. Ja, ich habe zwar jetzt ein paar Sinelbeeren dabei, aber ist egal. Ich renne nicht jedes Mal extra zum Kangama-Lager, deswegen. Ich probiere es jetzt trotzdem mal weiter auf der dritten Ebene. Das letzte Mal habe ich es ja nur ein bisschen beim Raserei Angriffsboosten übertrieben. Ich will außerdem mal genau schauen, wie viel EP die Pokémon hier geben. Da sehe ich keine. Da gibt es erstmal schönen Level-Up für beide. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Was musst du jetzt machen, Fliegi? Ich bin da gerade ein bisschen zu stark geschwächt, als dass ich helfen könnte. Okay. Die dritte Ebene ist vielleicht noch ein bisschen zu heftig. Ich trainiere mal ein bisschen mehr in der zweiten. Geben zwar extrem viel EP da unten, aber... Wie viel EP brauche ich überhaupt bis zum Level Up? 1000... Ach, plus 1600, ja, dann sind es ja auf der zweiten Ebene ungefähr 8 Kindwurm. 9, wenn man es genau haben will. Dann trainieren wir mal hauptsächlich auf der zweiten Ebene. Zumindest noch bis Level 13 kommen. Einfach wegen der Attacke, die ich dann noch lerne. So, jetzt hätten wir hier die Treppe gefunden. Dann warten wir mal hier bis darauf, dass irgendwas kommt. Immer schön die Kinnwurm verkloppen. Ach, lang darf ich nicht mehr hier bleiben. Level 13.
kriege ich nämlich endlich mal meinen Ruckzuck-Hieb. Ruck. Vergessen sollst, ja. Ich will keinen Heuler. Ihr braucht Heuler, wenn man Ruckzuck-Hieb hat. Und Fliege kriegt ebenfalls Level 13. Dann schauen wir mal, vielleicht können wir sie ja mit ein bisschen Glück noch abschließen. Oh, hier liegt ja sogar Geld rum. Das nehmen wir mit. Fliehorb, Sinelbeere, Fliehorb. Wie viel EP brauche ich eigentlich jetzt bis zum Level Up? Nicht attacken. 3400. Das ist auch eine Menge. Auch nichts. Das heißt, die Treppe muss ja irgendwo da unten dann sein, ne? Hier ist auch nicht. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Dann ist sich jetzt an der Statik paralysiert. Einigermaßen behaupten können wir uns hier ja doch noch. KP regenerieren. Schauen wir mal. Ab hier werden die Gegner schon sehr, sehr tödlich. Ach ja, Moment, das ist ja so einer. Und direkt die Treppe gefunden. Wenn wir jetzt noch direkt neben der Treppe rauskommen, ja, dann haben wir das Drachentraining sogar einmal erfolgreich geschafft. Oh, ihr habt es geschafft. Das war gute Arbeit, ihr beide. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Trainiert mehr. Werdet noch stärker. Aber ich arbeite an mir. Dasselbe erwarte ich von euch. Jeder muss an sich arbeiten. So. Jetzt haben wir auch mal ein kleines bisschen trainiert. So. Was haben wir denn jetzt noch an Items hier? Eine Menge Sinelbeeren und Flea-Orbs. Gut, können wir auch brauchen. Ups, das wird jetzt noch gar nicht. Ich würde alles markieren. So. Dann nehmen wir mal wieder ein paar Items mit. So, das Zinkband, das Blauband. Was zum Werfen. Einen Apfel. So viele Gummis hier. Einmal Amrina, einmal Piersiv, zweimal Sinel. Belebersamen nehmen wir auch mal mit. Ein Top-Elixier. Okay. Dann haben wir ein schönes Itemset zusammen. Ach, das übrige Geld, das wir aufgesammelt haben, nehmen wir noch mit. Immer noch hier ab. In Zukunft werde ich solche Trainings übrigens dann offscreen machen, wenn ich noch welche machen werde. Aber ich wollte einfach mal, dass ihr zumindest ein bisschen was von diesen Trainings seht.